Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal oder besser gesagt einem neuen Projekt, nicht Devil May Cry. So, und wir starten direkt mit einer neuen Story. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Spartan. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Spartan. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business, a lot of you are kind of good. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my inventions. Looks like I'm getting close. Seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Is above this cliff. Come on, let's go! Ha! Tja, und wir sehen schon, das Spiel ist nicht mehr ganz so neu. So.
haben hier scheinbar eine gelbe Kugel. Okay. Na, mal schauen. Ich weiß über die Devil May Cry-Reihe nicht ganz so viel. Von dem her wird das Ganze hier relativ blind stattfinden. Okay, und scheinbar ist das unser erster Auftrag. Der Fluch der Blutmarionetten. So, mal schauen, was sind wir denn hin jetzt? Haben wir eine Karte? Na, wir haben eine Karte. Wir müssen hier in den Raum. So, das heißt, hier haben wir eine rote Kugel. Aber wir müssen scheinbar hier hinten lang. Okay, so können wir sprengen. Kamera. So. Die Tür ist fest versiegelt. Ein rostiger Schlüssel könnte helfen. Ja, okay. Dann suchen wir nach einem Schlüssel. Na, sehen wir uns erstmal oben um. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber hier können wir weiter. Okay. Okay, wir schauen scheinbar noch weiter nach oben. Gehen wir erstmal hier den Weg noch entlang. Okay, hier ist eine Sackgasse. Naja, müssen wir halt nach da oben. Ja, so. Gehen wir erstmal links rum. Hier können wir rüber hüpfen. Wollten wir hier nach unten? Ja, ich glaube nicht. Kommen wir nur wieder zum Ausgang. Müssen wir noch nach oben. So, mal schauen. Hier entlang. Und diesmal gehen wir nach rechts da oben. Okay, an die Kamera muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Die ist nicht so toll eingestellt. Okay. Können wir hier oben irgendwas machen? Nicht wirklich. Vielleicht versuchen wir unten noch die rote Tür. Ich wollte versuchen, da rüber zu springen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren könnte. Vom richtigen Winkel. Ja, bei der Kamera ist das allerdings nicht so leicht. Na, komm schon. Schaffen wir das sicher darüber. Na. Kamera lässt mich nicht ganz im Stich. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt springen wir gegen die Wand. Vielleicht später. So, gehen wir erstmal hier durch. Sie haben 45 rote Kugeln verwendet. Okay, wir mussten die sogar aufsammeln. Halt mal, wie geht denn das noch mit dem Angriff? So geht es mit dem Angriff. Und wir haben Fragmente blauen Kugel erhalten.
Ein schweres Eisengittertor ist herabgelassen. Wenn man diese alte Burg verlassen will, muss wohl erst das Tor hochgelassen werden. Ist ja toll. Tja, Dante, da hast du dir scheinbar nicht so einen tollen Job ausgesucht. Oder besser gesagt, das ist kein guter Job bekommen und wir haben jetzt auch schon gesehen, dass wir jetzt nur noch ein paar rote Kugeln haben. Ja, die Grafik da draußen ist auch ziemlich schön. Durch das Fenster kann ich den Burggarten sehen. Naja, tanzen die Bäume ein bisschen im Wind. Oder besser gesagt, sah das mehr nach einem Sturm aus. Schauen, okay, hier kommen wir nicht weiter nach oben. Okay. Schauen wir, müssen wir dort nach oben. Das heißt, wir gehen da noch nicht nach oben, sondern schauen, was wir hier noch kriegen können. Okay, man kann scheinbar nicht alle Sachen zerstören. Das hier kann man noch zerstören. Können wir in die Tür reingehen? Ja, in die Tür können wir reingehen. Okay, jetzt sind wir direkt oberhalb des Gitters. Hier ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, aber die Klappe ist verschlossen. Naja. Hier sind drei Öffnungen, in die man etwas hineinstecken kann. Naja, haben wir scheinbar noch nicht recht viel. Das hier können wir nicht untersuchen. Naja, dann gehen wir da nach oben. Was die Kamera schon gesagt hat, dass wir hier hoch müssen. Ja, okay. Ich glaube, das nehmen wir gleich mal mit. Okay, hier ist keine Tür mehr. Und da haben wir den rostigen Schlüssel erlangt. Okay, und hier haben wir scheinbar unsere ersten Gegner. Falsch. So kann ich die Pistolen verwenden, scheinbar. Okay. So, dann gehen wir wieder nach unten. Und hier sind natürlich auch Gegner. Okay. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Das heißt, wir können durch die Tür durch. Schauen. Hier entlang und dann hier nochmal durch. So, da ist die Tür. Ja, ich versuche es trotzdem nochmal. Ich glaube nicht schon, dass man da irgendwie rüberkommen müsste von hier. Okay, nicht so. Ja, ich habe das beim Testen schon mal geschafft. Naja, aber irgendwie mag es mich gerade nicht. Na, spring nicht ganz so schräg. So. Na, fast. Nur noch ein Millimeter. Auch sehr merkwürdig, dass hier so Musik gespielt wird und sonst hört man nur so eine Glocke, so ein bisschen Gestöhne. Naja,
Okay, gehen wir durch die Tür. Suchen wir. Sie haben die rostigen Schlüssel verwendet. Ja, okay. Ja, und hier sind scheinbar wieder ein paar Gegner. Greifen die uns an. Kann man hier hoch? Ja, Moment mal, da ist eine Leiter. Es hat den Anschein, dass der Flieger lange Zeit nicht repariert wurde. Und alles andere als flugtüchtig ist. Ja, aber hier haben wir auch so ein blaues Teil. Ja, eine weitere blaue Kugel oder verquenden wir einer blauen Kugel. Okay. Schön, dass die uns hier jetzt nicht angreifen. Dieser Emblem reagiert auf meine Macht. Oder mit Mächte. Man ist das scheinbar. Das hier vollständig aufladen. Es ist so gut, dass hier ein paar Puppen sind. Nee. Und tatsächlich ist das nicht gut. So, zum Glück können die scheinbar nur Nahkampf. Okay, die werfen schon ein paar Messer. Und hier haben wir eine grüne Kugel, die unser Leben wiederherstellt. Okay. Und da kommen noch mehr Gegner. So, komm schon. Zwei Gegner übrig. So. Dann hätten wir die Gegner hier unten besiegt. Okay, war das jetzt nur für die Gegner hier? Dachte mir, wir kommen vielleicht irgendeine neue Waffe oder so. Aber schauen wir ja nicht. Na, dafür sind die jetzt lebendig. Die roten halten scheinbar mehr aus. Ja, ist rum. So. Okay, wir haben schon mal die Tür geöffnet. So. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir da jetzt durchgehen. Oder ob wir dann nicht mehr in den Bereich kommen. Na komm schon, das muss doch gehen. Das hat doch bei meinem kleinen Test auch funktioniert. Irgendwie mag es mich gerade nicht. Ja, zu früh. Ich hätte mir den Punkt genau merken sollen, wo ich da abgesprungen bin. Einmal versuche ich es noch und dann gehen wir durch die Tür weiter. Ah. Okay. Ja, obwohl ich versuche es nochmal von der anderen Seite, obwohl ich das eher weniger glaube, dass da funktioniert.
So, komm schon. Hier rüber. Hier unten durch. Und hier in die Richtung. Ah, nee. Das ist viel zu weit. Naja, gehen wir durch die Tür. Okay, jetzt sind hier die Gegner wieder neu gespawnt. Okay, jetzt sind sehr viele Gegner wieder neu gespawnt. Mehr von der Decke runter. Aber die fallen nicht mehr von der Decke runter, die werden beschworen. Das ist so ein Beschwörungskreis. Okay, ist gar nicht gut. Ja, lass ein bisschen Leben fallen. Okay. Hier haben wir ein bisschen Leben. Komm schon. Ein bisschen Leben wäre noch schön. So, und der lässt auch kein Leben mehr fallen. Naja, gehen wir mal weiter. Na okay, wir haben unseren ersten Auftrag scheinbar schon beendet. Mit einem Rang C. Okay, hätte glaube ich schlimmer sein können. Und jetzt können wir auch speichern. Na, speichern wir gleich mal. So. Ja, das sieht man auch nochmal, dass ich jetzt ein bisschen länger gebraucht habe als in meiner Testaufnahme. Nee. So. Allerdings glaube ich, werde ich den ersten Part dann schon an dieser Stelle beenden. Lasst wie immer eine Wertung da. Ich möchte euch davon, wenn ihr zum passen wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Devil May Cry wieder. Ciao.